Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java von unserem TG. Ich spreche mal heute über die Visibilität von variablen Attributen. Ja, auch Scoping genannt. Was das? Erklärt das Stück alles. Voilà. Das ist der Homer, Römer ist ein kleiner Player. Wir haben das ein bisschen erweitert mit dem Score, an einer Methode mit dem Score. Die ist nicht interessant für sich, aber es sind nur verschiedene Typen von Variablen, Attributen können gebrauchen und so weiter, Parameter. Hier sehen wir ein Beispiel von zwei Parametern, wie das geschrieben wird, mit einem kleinen Komma dazwischen. Mit P für den Parameter zu sehen. Voilà. Scoping heißt, ja, wenn ich eine Variable definiere, von wo bis wo ist sie effektiv gebrauchbar. Das ist, was die Visibilität heißt. Die erste Variable, das sind als Attribute. Das ist die heutige Variable, die heutige Attribut, die Score heißt. Ja, und das ist visibel am Anfang von, fängt mal hier an, diesem Punkt, wo das ist, bis der Schluss von der Klasse. Mhm. D'accord? Bis hier hin. Da darf ich mein Variable, in diesem Fall mein Attribut Score, gebrauchen. D'accord? Mhm. Nur mehr von da bis da. Wo wir drüber. Ich kann sie lesen auf andere. Voilà. Also nicht drüber. Okay. Und dann, um ein Nachbau zu sagen, den hier war visibel, das ist am Adapt-Score-Methode, da darf ich das hier dran, kann ich mein Attribut-Score gebrauchen ohne Problem. D'accord? Mhm. Ja. Voilà. Wir haben aber noch hier an der Methode nach einer Variable, zum Beispiel der P-Value oder der P-Score. Die haben auch eine Visibilität. Ja. D'accord? Von wo bis wo? Von wo bis wo? Das ist zum Beispiel der P-Value, fängt hier an bis hier. Das ist da der Parameter ändern und lesen. Mhm. Die sind da visibel. D'accord? Wir haben aber auch hier noch eine Variable, der RES, eine Lokalvariable. Mhm. Von wo bis wo ist die visibel? Die ist dann vom Moment, wo sie definiert ist, nicht wo von drüber. Wir von diesem Punkt tun, bis zum Schluss von der Methode. D'accord? Hat man schon überhaupt die Lokalvariable gesagt? Ja, wir hatten das schon gebraucht, ja. Lokalvariable, Variable innerhalb von Methoden. Ja. Ja. Die kann an einem Block, wir nennen das Block, wenn ein Klammer ab, Klammer zu geht, das nennen wir Block. Okay. D'accord? Und dann, wir haben aber heute noch einen bestimmten Befehl, das sehen wir nicht, das ist ein Block, Klammer ab, Klammer zu. Und wir haben da ein Variable-Temp, auch ein Lokalvariable-Temp, da definiert. Die ist ja nur visibel an diesem kleinen Teil da. D'accord? Und die heute noch als Süßteil visibel. Ja. Sie heißen identisch, Temp. Nee, sie sind komplett verschieden. Voilà. Die startet hier und dann hier geht es dann mehr. Den Temp, den hier ist, den ist nur hier visibel. Ja. Außerhalb. Das ist das gleiche wie der Markup der Klasse int, ne? Also am Tisch int geht es dann Mark und ob der Ausi am Tisch 2 geht es auch Mark. Ja, das sind zwei verschiedene Marken. Ja, sind zwei verschiedene Versionen. Das ist Visibilität. Mhm. Das ist Visibilität, also immer zwischen enger Klammer, die abgeht, bis die nächste. Mhm. Das gesagt ich noch hier ist ein Klass-Visibilität bis zum Schluss-Visibilität. Das sind Attribute. An der Methode, Parameter, da fängt an bis zum Schluss von der Methode. Mhm. Die Lokalvariable von da, wo sie vielleicht deklariert gehen, bis zum Moment von dem Schluss von der Methode. Und dann, wenn Blick sind, von da bis da. Okay. Voilà. Das ist das Prinzip. Okay. Ich meine, das ist noch nicht so ganz kompliziert. Hat man schon. Hat man schon über das gespart, wie weiter sind die Konstrukte eigentlich nutzt oder wie mehrere nutzen am Kur? Voilà. Das könnt dann noch dabei. Ein Konstruktor gebrauchen wir für ein Objekt zu machen, aber wir gebrauchen nur für ein einziges Sache zu machen, das für Attribute zu initialisieren. Mhm. Sonst gebrauchen wir am Fond Attribute so tel quel, sonst gebrauchen wir den Konstruktor nicht. Das ist, in der Praxis geht es für etwas anderes. Wenn ihr hier aber guckt, wir haben den SetName abgerufen, der ist den Name-Attribut geht. Das ist aber nicht der erste Wert initialisiert. Wird. Wir haben aber das Score nicht initialisiert. Ja. Das ist, ich muss das noch machen. Ja, ich muss das dann nur am Konstruktor machen. Das ist, nun muss ich dann das Score beifügen. Okay. Fängt man dann das da weiter. Stippen da los. Score. Ich gehe hier mit Wert. Ja, normalerweise, wenn ich noch nicht spiele, mein 0. Das muss noch kein Score machen. Voilà. Okay. Hier muss ich das selber machen. Voilà. Bon, ich hatte viel darüber gesagt, ich darf nicht zweimal das selber schreiben.
Ich kann das nicht an einer Methode abpacken. Das ist nur eine variable Initialisation. Das geschieht oft an den Konstrukten, dass ich x-mal dasselbe Ja. Und da schaffe ich ganz gerne mit Copy-Pasten. Oder ich meine eine Spezialmethode, die dann Set Values heißt und dann die zwei initialisiert. Das geschieht auch. Okay. Voilà. Am Anfang haben wir die Sachen noch ziemlich gut gemacht, das funktioniert alles. Es sind aber Probleme mit dem Scoping. D'accord? Es geht nicht durch, für zu wissen, wie sie definiert sind. Es gibt viele Fehler gemacht. D'accord? Ich sehe aus, ich darf nicht zweimal dieselbe Attributen umgebrauchen. Die schon einen Namen haben, kann ich nicht hingehen an, zum Beispiel, das durchschreiben. Public, ich mein Luft Express Fehler, String, was ist schlau, ich kann das. Nein, das geht nicht. D'accord? Ja, was Fehler, meine Umfeld, denke ich. Wollen wir mal, ich kompiliere. Ich bringe den ein bisschen nach oben. Nicht viel. Ja. Name is already defined. Das ist klar. Klar, auch wenn ich den Private Man ändert nicht. Das ist noch einmal definiert. Das ist der Steffen zweimal denselben Attribut an meiner Klasse definieren. D'accord? Selber gilt es für meine lokale Variable. Das ist, ich kann hier nicht hingehen. Und zwei Interesse. Interesse ist gleich 8 definieren. Und das ist am selben Block. Hier sind dann zwei verschiedene Blick, hier ist am selben Block. Dann ist direkt ein Fehler mit. Verboten. D'accord? Selber macht die Parameter, ich stehe auch in zweimal denselben. Aber ein Fehler, der gemacht wird, ist, wenn ich den heute nicht P-Score nennen, einfach Score. Das erlaubt, ich kann kopieren. Mir aufgepasst, dieser Score ist von High bis High und von der Methode, ja. Gültig. Das ist, dieser Score, also ein Attributscore. Zwei verschiedene Sachen. Zwei verschiedene Sachen. Das ist, stimmt, das ist mega gefährlich. Ja. Ich kann den heute nicht mehr lesen oder ändern. Oh je. Außer ich gebrauche. Meistens nicht das, was du willst. Nee. Sonst muss ich über den Getter an der Setter fahren. Ja. Da geht darum. Aber das ist nicht unbedingt das, was du willst. Dafür haben wir gewünscht, ja, das durchzuschreiben. Okay, für den Fänger gut. Ja. D'accord? Selber ist hier, wenn ich hier als Lokalvariable Score nenne, selber ist das kompiliert ohne Problem. Für was? Aber ich kann den Dorn nicht mehr gelesen. Das kompiliert das richtig, dass ein Lokalvariable. Du hast aber selbst nur wie ein Attribut. Und dann hast du ein Attribut, nämlich wie never do that. Ja. Das geht dann nicht. D'accord? Das soll ich so oft wie möglich vermeiden, für so Sachen zu machen. Noch etwas, das ist den heute P-Name. Meine gesunde Visibilität als Block, das ist von High bis Do. Dieser P-Name als Visibilität von High bis Do. Ja. Das ist meist eins. Ich kann nicht High P-Name High abrufen. Das ist den du kannst gebrauchen. D'accord? Oder ich gebrauche hier Interesse, ich kann nicht hier Res als gleich Ning schreiben. Für was? Weil der Res nicht mehr hier definiert ist. Ja. Und nicht hier. Das ist, die kann nicht. Auch kopieren, probieren. Probieren wir mal. Voilà. Ja, wieso? Ja, du hast ja nicht definiert hier. Und das ist am Block nicht definiert. Nicht deklariert. Ja. Definiert das selber. Ja. D'accord? Das ist kein Attribut. Ja. Und das ist keine lokale Variable der Methode. Weg damit. Das ist verboten. D'accord? Ja. Lokalvariablen und Parameter nicht methodenübergreifend benutzen. Das ist verboten. Nein. Voilà. Wenn ihr das respektiert, dann kriegt ihr meistens keine Schwierigkeit. Das tun soll ich vermeiden. Außer, weiß ich, was ich genau möchte, für was wir das nur zu Schwierigkeiten kaufen. Ja, zwei verschiedene Tampen. Und ich kann ihn heute nicht gebrauchen. Temp als gleich 0 als verboten. Ich kann einen Fehler melden. Keiner fein sind. Ja, geht den Temp schon in den Block. Geht schon so. Und sind dann noch zwei verschiedene. Ja. Und sind zwei verschiedene. Ja, halt mal voilà. Drei, ja. Das ist ungefähr alles über die Visibilität von den variablen Attributen. An. Unser Reich aus Praxis, ne? Ja. Der macht irgendeinen oder anderen Fehler. Ja. Wir können auch fein Symbol schmengen. Ja, guckt nur, wie ist eine Variable, wie ist eine Attribute als aller ist. Ja. Voilà. Okay, das klaturiert dann eine Selektion über das Scoping. Und danke für die Utilisation von Konstruktoren. Merci für das Nullausstrahlen und bis nächstes Mal.